Wir haben in dieser Woche im Deutschen Bundestag am Donnerstag einen ganz besonderen Gegenstand der Beratung, 70 Jahre Israel, ein besonderes Ereignis, wo wir uns natürlich mit der Entwicklung des Landes und den deutsch-israelischen Beziehungen beschäftigen. Und natürlich haben wir an diesem Tag in besonderer Weise uns damit auseinanderzusetzen, dass wir in unserem Land antisemitische Vorfälle haben. Wir haben nicht nur verbale, sondern tatsächliche Angriffe auf Juden, ein unsäglicher Zustand nach dem, was in unserem Land alles passiert ist. Und es muss alles getan werden, um dem Einhalt zu gebieten. Am Mittwoch, also morgen, wird eine Demonstration in Berlin stattfinden zu diesem Thema. An der Demonstration werde ich teilnehmen, um meine Solidarität zu zeigen. Wir müssen viel intensiver, als es bisher geschehen ist, vor allem in unseren Schulen mit dem Thema Rassismus und Antisemitismus uns beschäftigen. Wir müssen die Lehrer dazu ertüchtigen und sie unterstützen. Wir müssen Lehrmaterialien zur Verfügung stellen und wir müssen vor allem von allen Schülerinnen und Schülern, von allen Kindern in unseren Schulen verlangen, dass sie das, was wir als einen absoluten Wert betrachten, nämlich dass wir Antisemitismus und Rassismus nicht zulassen, sich daran zu halten haben. Da kann es keine Toleranz geben mit keinerlei Hinweis auf irgendwelche politischen Situationen. Das geht nicht. Wer in diesem Land leben will, muss dies akzeptieren, dass bei uns niemand wegen seiner Religion, seiner Hautfarbe attackiert wird und auf der Straße auch noch geschlagen und verprügelt wird, muss ganz klar sein. Ich begrüße es außerordentlich, dass die muslimischen Verbände sich jetzt dazu bekannt haben. Man wird mal sehen, welche Bedeutung das hat. Noch immer wird in Moscheen im Freitagsgebet auf die Situation im Nahen Osten hingewiesen. Noch immer wird über Juden entsprechend geredet. Deswegen werden wir mal sehen, ob die Verbände, die muslimischen Verbände, die Sache in den Griff kriegen. Und natürlich erwarte ich auch von unserem Staat, dass er so etwas in Moscheen unterbindet. Ich habe schon einmal verlangt, vor 2 Jahren, dass Moscheen stärker kontrolliert werden. Da gab es einen Aufschrei in unserem Land. Bei uns wird immer sofort geschrien, wenn eine Kontrolle durchgeführt wird und geführt werden soll. Und dann haben wir solche Ergebnisse, deswegen darf man das überhaupt nicht mehr zulassen. Der zweite Punkt, wir haben wieder eine Diskussion um den Paragraphen 219a. Da kann ich nur sagen, in einer Koalition muss das gelten, was man miteinander verabredet hat. Und es kann in einer Koalition ohnehin nicht sein, dass einer dem anderen Fristen setzt. Deswegen weise ich den Beschluss des SPD-Präsidiums, uns eine Frist bis im Herbst zu setzen, zurück. So kann man nicht miteinander umgehen.